Ist ja toll, dass wir jetzt Dogeneo haben, aber wie war das nochmal mit der Adresse? 159992.logineonrw. -lms.de. Wer hat sich das eigentlich einfallen lassen? Gibt's da nicht was Einfacheres? Hallo und herzlich willkommen bei den Lernsnacks. Heute möchte ich dir erklären, wie du beim iPad und beim iPhone einen Link auf eine Seite direkt auf den Homebildschirm legen kannst. Der Trick ist zwar allgemein ganz praktisch, aber wenn du mit Logineo oder Logineo LMS in Zukunft arbeiten sollst, dann ist es sogar noch mal ein bisschen praktischer. Warum? Zeige ich dir. Aber zuerst einmal brauchst du den Browser Safari. Mit Chrome oder Firefox oder Edge funktioniert es nicht. Ich habe ja schon mal ein Video von Moodle, von der App gemacht, wie man damit arbeiten kann, als Schüler zum Beispiel. Und für einen Schüler ist es im Prinzip fast das Gleiche. Du kannst hier in deine Kurse reingehen, zum Beispiel im März-Test-Kurs. Dann kannst du zum Thema gehen, kannst deine Aufgaben anschauen. Es sieht halt eben alles ein bisschen mehr nach einer Internetseite aus. Deshalb auf einem Handy ist es nicht ganz so cool, aber es funktioniert auf jeden Fall auch. Und du hast ein paar mehr Informationen. Ich finde persönlich für den Alltag finde ich die Moodle-App ganz praktisch, aber für das Arbeiten, vor allen Dingen, wenn man auch mit dem Computer zwischenzeitlich arbeitet, finde ich die Ansicht etwas angenehmer. Bei einem Lehrer ist das Ganze noch krasser, weil ein Lehrer, der kann nämlich über die Moodle-App zum Beispiel nicht wirklich viel machen an Administration. Man muss als Lehrer nämlich immer das Bearbeiten einschalten und das funktioniert mit der Moodle-App nicht so wirklich toll. Ich zeige euch das mal gerade hier. Also es sieht für einen Lehrer dann so aus wie für einen Schüler. Ich habe zumindest noch nicht herausgefunden, wie man vernünftig mit der Moodle-App Inhalte und Aufgaben eingeben kann. Mit dem funktioniert es. Da geht ihr auf Bearbeitung einschalten, geht dann in den Kurs und könnt dann halt eben Material hinzufügen. So, und das Praktische ist jetzt, wenn ihr hier oben rechts auf das Teilen-Symbol klickt, dann scrollt ihr ein bisschen runter und findet dort zum Home-Bildschirm. Zack. Jetzt gebt ihr dem Ganzen noch einen Titel, Logineo LMS. Und jetzt habt ihr auf dem Home-Bildschirm immer den Link zum Logineo LMS. Das gleiche funktioniert auch mit der Dienst-E-Mail-Adresse, die im Moment noch für die Lehrer da ist, aber später auch für Schüler da sein wird. Müsst ihr natürlich mit dieser komischen Navigation euch auseinandersetzen, aber ihr könnt euch einloggen. So, und wenn ihr euch dann eingeloggt habt, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, halt eben in die E-Mails reinzuschauen und verschiedene Sachen auf der Homepage zu machen. Aber vor allen Dingen ist halt eben wichtig, wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, dann habt ihr direkt das Adressbuch da. Und das könnt ihr halt eben auf einem externen Konto nicht einfach darauf zugreifen. Das ist ganz praktisch. Das heißt, so egal welche E-Mail-Adresse ihr dann halt eben in dem Adressbuch online habt, die könnt ihr dann halt eben auch verwenden. Das ist vor allen Dingen bei den Mailgruppen für die Kollegen ganz praktisch. So, der einzige Nachteil ist, ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie man mit dem Shortcut auch eine Benachrichtigung bekommt. Bei einer normalen E-Mail-App könnt ihr eine kleine Benachrichtigung euch anzeigen lassen, wenn ihr eine neue E-Mail bekommt. Das habe ich hier bisher noch nicht mit rausbekommen, aber zumindest hat man den Vorteil, dass ihr halt eben sofort alle E-Mail-Adressen rausbekommt. Muss man sich überlegen, was praktischer für einen ist. Für Lehrer ist, glaube ich, ist ganz gut, wenn man sowohl als auch hat im Moment. Es sei denn, man findet irgendwann mal raus, wie man hier halt eben Push-Benachrichtigungen einstellen kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tipp ein bisschen weiterhelfen. Da ja, wie gesagt, in der nächsten Zeit immer mehr Schulen mit iPads ausgestattet werden, ist es vielleicht für euch ein ganz praktischer Weg, sich eine Internetseite auf dem Gerät zu speichern, die man dann halt eben auch jederzeit wieder anwählen kann. Und wo die Benutzung ein bisschen komfortabler ist, als wenn man das mit der App macht. So,
In diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, ihr hinterlasst mir ein Abo. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr das Video mit Leuten teilt, die vielleicht auch davon profitieren können. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und bleibe die Lernsnacks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.